Hey aus Tausendsternchen, was geht? Und willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tenki Online. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account unterwegs mit meiner wunderschönen Fee-Scheme. Auch wenn der Inhalt vielleicht nicht so schön ist, aber egal. Legt einfach einen kotzenden Pinguin drüber. Ich glaube, das kommt auf dasselbe hinaus. Wisst ihr, es gibt so Sachen. Es ist krass, ne? Du machst A und dann hörst du, ja du, ich fand ja B besser. Okay, also machst du B. Und sagst, ja, Leute, ihr habt gesagt, A ist nicht so gut, also mache ich B. Mache ich B. Dann höre ich aber, ja, also A fand ich ja besser. Na gut, dann machen wir jetzt die Mischform draus. A, B. Das ist übrigens nicht die Blutgruppe. Kleiner Funfact am Rande. Wisst ihr, was die Blutgruppe von Genekindern ist? Nein, nicht Nutella. Es bleibt nur noch eine übrig. Also, denkt mal selber drüber nach. Geht in die Schule. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Aber anstatt, dass ich jetzt sage, die Mischform ist, also dann gäbe es halt vielleicht so zwei Mischformen, ja? Sagen wir mal so. Es gibt zwei Mischformen. Schlaue Pinguine, okay, die die Welt erobern wollen. Ich meine, das hätte niemand für möglich gehalten, außer vielleicht durch die Pinguine von Madagaskar, ne? Ein gezielter Schlag und du bist tot. Da verblutest du einfach. Und Spaß. Die Pinguine, die kennen da keinen Spaß, ne? Wenn die einmal sagen, Fisch, Alter, der isst deinen Finger ab. Ja, aber es wäre schon lustig, oder? Du gehst auf den Kindergeburtstag und dann siehst du so, wie das Geburtstagskind Mathilda. Übrigens, der Sommertrend geht in die Namen Alpha Kevin, Beta Pascal und Omega Chantal. Und Mathilda. Genau, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Richtig, du gehst auf den Kindergeburtstag und dann siehst du halt, wie das kleine Pinguin-Ding das Geburtstagskind massakriert. Oder man geht in die andere Richtung. Ich lebe ja noch. Oder man geht in die andere Richtung und sagt, haha. Und sagt, wir machen einfach mal. Verfehlt. Wir machen einfach. Scheiße, die aus den Mündern von Leuten kommt, die es eigentlich besser wissen müssten. Hupsala. Ich habe schon wieder verfehlt. Beides ist vielleicht nicht so schön. Also, was machen wir? Wir gehen zurück zu den Wurzeln. Vor 3 Jahren. Eigentlich habe ich was geplant. Am 12.02.2013 habe ich angefangen. Und zu spät ist mir eingefallen. Ups. Ich wollte ja noch was machen. Egal. Also würde ich sagen, in einem Jahr geht's weiter. Ich habe die Fleck verfehlt. Es gibt so Dinger, die krieg nur ich hin. Ich habe die Fleck verfehlt gerade. Ich bin an der einfach so eiskalt vorbeigefahren. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir gehen zurück zu den Wurzeln. Ich hätte eigentlich was planen sollen. Egal, ich hab's noch nicht gemacht. Scheiß drauf. Kann ja mal passieren. Das heißt, in einem Jahr, wenn dann 4 Jahre um sind. Heilige Scheiße, bin ich alt. Dann kommt was Spannendes. Ich gehe hier raus aus der Schlacht. Ist ja langweilig. Ja, gehen wir mal zurück zu den Wurzeln. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was waren denn überhaupt die Wurzeln? 1:6, das kriegen wir hin. Easy going, das drehe ich noch. Geht alle raus aus dem Team, ich drehe das noch. Ohne Spaß. Scheint mir so, als wären die zwei im Team. Witzig das Wort, oder? Hups, ich bin tot. Gut, wir gehen raus. Lohnt sich nicht. Es sind Luschen in meinem Team. Ja. Ich hab's versucht, aber ich hab's nicht geschafft. Und da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, was die Wurzeln waren. Ich weiß ja nicht mal, was ich mir überhaupt am Anfang dabei gedacht habe. Als ich hab schon wieder verfehlt. Habe ich schon mal gesagt, dass ich ja XP-Profi schlechthin bin? Ich verfehle mit Absicht. Andere verfehlen ohne Absicht. Ich mache es natürlich mit. Klar, oder? Das zeichnet einen Profi aus. Es geht schon los, ne? Habe ich doch gesagt. Übrigens, Regel Nummer 1 beim XP-BP-Spielen ist, es geht dann los, wenn der erste Schuss gefallen ist. Wann auch immer das ist. Aber dann geht's los. Sobald der erste Schuss fällt, geht's los. Dann gibt es natürlich noch die Profis, die sagen, huch, Entschuldigung, ich wollte dich ja nicht treffen, aber das interessiert mich nicht. Bis dahin ist das ganze Team tot. No. Ja, aber jetzt mal so zurückgedacht. Ich weiß gar nicht mehr, wieso ich überhaupt angefangen habe. Ohne Spaß. Ich weiß nur, dass mir eines Tages langweilig war und ich mir dachte, na gut, machen wir mal. Aber wie ich mir das jetzt so recht. Also wenn ich mir das so jetzt mal so vorstelle, ich hatte kein Konzept. Als ich angefangen habe. Da wollte mich jemand treffen, habt ihr gesehen? Krass, oder? Ohne Spaß. Da wollte mich einfach treffen, du. Er wollte mich einfach treffen und dann sagen, nö, den habe ich getroffen. Und ich habe ihm gesagt, nee, du, dich habe ich getroffen. Habe ich dich.
Bringt mal die Fleck bitte zurück. Alter Falter, was ist denn los mit denen? Hey, wollt ihr mir die Fleck abnehmen? Das wäre übelst nice von euch. Warte mal, warte mal. Komm, mach mal, mach mal, mach mal. Komm, komm, komm. Go Team. Ich bin tot. Nice. Ja. Ich würde sagen, geh mal raus. Ah, immer diese schlechten Leute hier. Ne, jetzt muss ich aber echt mal anfangen, hier irgendwie was zu reißen. Oh, 6 zu 6, das ist meine Spezialität. Wenn es um die entscheidende Flagge geht, dann bin ich immer zur Stelle und ich schaff das auch. Glaubt mir, ich habe schon damals gehört, als ich 3 war, oh, den setzt einmal in den Panzer, ne? Der macht sie alle, ist aber schon vorbei. Egal. Komm, wir suchen uns eine andere Schlacht, ne? Einmal rüber und dann hat sich die Sache, jetzt mal ehrlich. Gibt's dann keine gute Schlacht? Oder eine Schlacht, die ich nicht versauen kann, sagen wir es mal so. Muss ja irgendwas geben. Ah, Schießplatz. 0 zu 32. Okay, gut. Ist schon voll. Was haben wir denn noch? Ah, guck mal, da wartet jemand. Mhm. 63 zu 0. Wird nicht besser. Ehrlich. Es wird nicht besser. Es ist auch nichts für mich. Parcours, habe ich schon mal Parcours gezeigt? Nee, ich glaube nicht. Mir fällt nichts ein. Gut, dann machen wir was anderes. Ne? Dann machen wir was anderes. Dann suchen wir halt woanders die Schlacht. Ist ja egal. Ist ja egal, ich kann damit leben. Ich kann damit leben. Machen wir mal Parcours. Parcours ist immer gut. Ja, rein da. Rein da, rein da. Kann ja nicht so schlimm sein, ne? Außerdem habe ich ja sogar noch eine Quest offen. Und zwar muss ich noch zweimal Heilungen sammeln. Ich glaube, das zählt es überhaupt, wenn ich Heilungen jetzt in der Parcours-Schlacht sammle. Warte mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Oh, jetzt stellt sich die Frage. Ah, nö. Echt? Ohne Scheiß? Du kannst nicht mal Heilungen in der Parcours-Schlacht sammeln, damit es gezählt wird. Ah, komm, gehen wir rein, machen wir jetzt. Jetzt drehen wir die Schlacht. da bin ich sowieso der Profi. Also, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Genau. Ne, jetzt mal ehrlich, ohne Spaß. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich weiß gar nicht, wieso ich angefangen habe. Ich weiß, warum ich mit Tanky angefangen habe. Weil ich mir schon damals dachte, Alter, dieses arme Game, ja, diese arme deutsche Community, die hat ja gar keinen Let's Player, der es irgendwie drauf hat. Also, bitteschön. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Nee, ich habe, also mit Tanky habe ich angefangen, weil mir klar war, es gibt hier so wenig Konkurrenz. Ohne Spaß. Easygoing. Ja, ich war schon damals abgehoben und was auch immer. Hey, scheiß drauf. Mein Ziel ist es, Astronaut zu sein. Da muss ich abgehoben sein. Ja, das war ein Witz. Och, Leute, ich finde keine gute Schlacht. Ich gehe einmal rein, schon gehen die Gegner raus. Die wissen ganz genau, wer da reinkommt. 2 gegen 7, easygoing. Ja, das drehen wir jetzt noch. Das drehen wir jetzt noch. Warte, ich packe schnell meine Mulz rein ins gegnerische Team und dann drehen wir die Schlacht. Ja, aber jetzt mal wirklich. Ich habe angefangen, weil erstens mir war langweilig und zweitens, es gibt keine Konkurrenz. Ja gut, ich hatte auch damals 0 Abos. Ich war auch keine Konkurrenz, aber irgendwann ging es dann richtig ab, du. Irgendwann ging es richtig. Seht ihr? Neues Game. Schon sind alle Gegner rausgegangen. Die wussten ganz genau, das nächste verlieren wir. My only hope. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese ganzen Namen hasse, die irgendwie Aussagen haben? Ohne Spaß, ich hasse diesen Namen. Also jeder Name mit irgendeiner Aussage, Phrase oder was auch immer. Ey, das ist so billig. Kein Spaß, Freunde, das ist billig. Das ist so billig. Ja, da wird selbst Aldi neidisch. Aldi, Kick und was gibt es noch so für Billigläden? Die werden alle neidisch. Ohne Spaß, Mann, ich hasse diese Namen. Guck mal, zum Beispiel sowas, wie haben wir hier irgendwas? Gut, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, da haben wir nichts, aber müssen wir doch irgendwas haben, ey. Oder ist das jetzt nur in der deutschen Community so krass? Wahrscheinlich. Prince of Goldbox. Ey, ohne Spaß, Mann. Komm, wir gehen da rein. 93 zu 10 oder zu 9, je nachdem. Ich weiß nicht, ob es der packt. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Oh. Ups. Na gut, mein Freund. Dann geht's los, du. Jetzt gibt's einen Krieg. Jetzt gibt's Krieg, Alter.
Es ist jetzt eine Kampfansage, meine Kumpelze. Ja. Seht ihr? 5 Punkte vor dem Sieg. Oder vor der Niederlage. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Zack. Haben wir. Schön. Schön, Freunde. Schön, Freunde. Oh, komm, den nehmen wir auch nochmal mit hier. Bam, Alter, in your face. Echt, wir gewinnen. Krasse Sache. Ohne Spaß, Mann. Ohne Spaß. 90 zu 14 läuft bei uns. Also, die werden penetriert von uns. Die werden penetriert, Mann. Die werden penetriert. Die waren so kurz vor dem Sieg, nun gammeln die bei 88 Punkten rum. Und der nächste ist tot, Mann. Ach du Scheiße. 87 zu 17 läuft bei uns. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. Jetzt habe ich echt komplett vergessen, was ich sagen wollte. Keine Konkurrenz. Ich war abgehoben. Astronaut. Was habe ich denn als letztes gesagt? Weiß das noch jemand, was ich als letztes gesagt habe? Nee, ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Was wollte ich denn sagen? Ich habe es vergessen. Egal. Verzeiht mir, Freunde. Aber ich habe es gerade echt vergessen, was ich sagen wollte. Das war wahrscheinlich eh nicht wichtig. Irgendwas, meine Beweggründe, meine bewegende Geschichte, ich weiß nicht. Irgendwas wollte ich doch gerade sagen. Ich hab's vergessen. Scheiße. Egal, wie dem auch sei. Seht ihr, ich bin schon berühmt hier. Ich bin Famer als Fame. Nee, was wollte ich hier eigentlich jetzt so komplett sagen? Abgehoben, arrogant, ich weiß nicht. Ich weiß. Arrogant. Irgendwas wollte ich sagen. Genau! Ja! Nee, diese Namen mit einer Aussage. Ohne Spaß, Leute. Wie die mich aufregen, diese Namen. Das geht gar nicht mehr klar. Also, jetzt mal ehrlich. Was fällt mir jetzt denn so ein? Keine Ahnung, da nennt sich jetzt jemand... Ja, egal wie er sich nennt. Auf jeden Fall, er nennt sich halt irgendwie. Ja, es hat so eine tiefgehende Sache. Oh my God. Double. Ja, ist so ein bisschen tiefer und hat halt irgendeine Aussage. Gibt's hier einen mit einer Aussage? Hotdog. Nee. Doch, Hot. Gibt's auch nicht. Ja, mein Gott, da nennt sich vielleicht jemand. Ah, Engel sind immer gut. Engel sind immer gut. Da nennt sich dann so jemand, ne, immerhin 48 Kristalle, da nennt sich dann so jemand, weiß ich nicht, Engel der Zerstörung oder so, ja. Ist halt vielleicht ein bisschen komisch, aber da nennt sich halt jemand so, ne. Oder es nennt sich jemand, geh mal rein. Oder es nennt sich jemand Mondschatten einer Sommernacht. Sind jetzt vielleicht komische Beispiele, ne, aber halt so Aussagen. Boah, ey, ohne Spaß, Mann. Wir hatten mit so einem Mist überhaupt angefangen von denen. Das ist ja schrecklich. Oh, das kann man sich ja gar nicht mehr geben. Das ist eklig. Und das ist community-übergreifend. Das ist noch schlimmer. Kann man nicht einfach mal stupide Namen nehmen, wie zum Beispiel Sillet? Da weißt du ganz genau, Alter. Wenn der da ist, Mann, dann gibt's nur Sillet Bang. Ne? Ist so. Ach so, 170 Flaggen. Ja, jetzt habe ich gar nicht auf den Modus geachtet. Ich dachte eher so Punkte. Ach Leute, ich habe hier so viele Schlachten schon ausprobiert. Nee, das soll jetzt erstmal für heute gewesen sein. Es war schon wieder scheiße. Ich habe schon wieder über Scheiße geredet. Genau das, was ihr wolltet. So Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Bla 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 bla. Was soll ich noch alles so großartig erzählen? Ich bin der Beste. Bla bla bla. Arrogant. Ja. Rinjauen. Ist ja klar. Scheiße, war das peinlich.